Heute ist der 30.01.2012. Mein Name ist Matthias Laut und in diesem Video geht es um XML. Inhaltlich werden wir zum einen Begriffe klären, dann die Frage klären, was ist XML, wo finde ich XML und wann benutze ich XML. Ganz zuletzt geht es darum, XML mit verschiedenen anderen Technologien zu verwenden. Das kann sein in der Webentwicklung ASP.NET oder PHP, in der Desktop-Programmierung C# oder Java, C++ oder ganz ausgefallen auch MATLAB. Funktioniert alles. Zum einen Begriffe. Es gibt Tags, Attribute, die sogenannte Wohlgeformtheit, Gültigkeit und XML-Parser. Das sind Begriffe, mit denen man immer mal wieder konfrontiert wird, deswegen klären wir die hier zuerst. Ich werde da mal ein bisschen in Bezug zum HTML nehmen, weil das wahrscheinlich jeder kennt. Also in einem XML-Dokument gibt es Tags und dazwischen stehen Inhalte. Ähnlich wie ich einen Paragraphen öffne und schließe und dazwischen steht mein Text im HTML, kann ich im XML einen Tag definieren und zwischen den öffnenden und schließenden Tag meinen Inhalt schreiben. Das kann jetzt zum Beispiel sein, ein Titel oder ein Name und der Name kommt dann zwischen die Tags. Ein leerer Tag wird genauso wie im HTML mittlerweile einfach nur durch einen schließenden Slash geschlossen. Das kennen wir zum Beispiel von einem Line Break. Hier könnte es zum Beispiel sein, dass ich Koordinaten habe und dann einfach X und Y als Attribute mit reinschreibe. Ein sehr bekanntes Attribut im HTML ist zum Beispiel das Alt-Attribut für Bilder, wo ich dann eine kurze alternative Bildbeschreibung hinterlegen kann. Die Wohlgeformtheit meint im Prinzip den Gesamtaufbau eines XML-Dokuments. Hier wird in der Regel in der ersten Zeile eine XML-Deklaration geschrieben mit der Versionsnummer, so wie man beim HTML den Doctype notiert in der ersten Zeile. Dann beginnt man mit dem ersten Wurzelelement. Das ist ganz oft einfach nur Document. Und dann folgt der Inhalt. Die Gültigkeit kann Gültigkeit meint in dem Sinn nicht, dass ein XML-Dokument über seine Syntax gültig ist, sondern ich kann ein sogenanntes XSD-Dokument schreiben, in dem ganz genau spezifiziert wird, wie mein persönliches XML-Dokument auszusehen hat. Das macht Sinn, wenn ich irgendwie eine Vorgabe machen möchte, zum Beispiel für Wetterdaten, dass jeweils ein Tag genannt wird, der Name des Tages, Temperatur, Niederschlag und so weiter. Das kann ich alles in ein XSD-Dokument packen und man schreibt das dann in den Kopf eines XML-Dokuments und so hat der Parser dann die Möglichkeit zu überprüfen, ist mein XML-Dokument nicht nur wohlgeformt, sondern auch gültig. So kommen wir zum Aufbau eines XML-Dokuments. Im Prinzip ist ein XML-Dokument erstmal nur Text, ganz normales Textdokument, so wie ein HTML-Dokument auch. XML ist eine Auszeichnungssprache, das hat es auch noch gemeinsam mit HTML. Das bedeutet, wir haben keinen Programmablauf, wir können hier einfach nur Dinge notieren und haben ansonsten nur Möglichkeiten, Daten strukturiert darzustellen. So, zum Aufbau bin ich vorhin schon gekommen. Wir haben erstmal unsere XML-Deklaration, dann ein Wurzelelement, sehr häufig Document, und dann weitere Elemente, die ebenentreu paarig verschachtelt werden. Das sehen wir gleich, wie man das macht. Hier schon mal ein erstes Beispiel. Wir haben auf der linken Seite einen
einen Baum mit dem ersten Wurzelelement Wetter, dann zwei Kinder, Montag und Dienstag. Und Montag hat Temperatur und Regen und Dienstag hat auch Temperatur und Regen. Auf der rechten Seite würden wir dann das passende XML-Dokument dazu sehen. Wir fangen an mit der XML-Deklaration, dann kommt das erste Wurzelelement, Wetter, dann ein weiteres Element, Wochentag. Innerhalb dieses Elementes stehen dann Name, Temperatur und Regen. Sollte man dann vielleicht doch besser Niederschlag nennen. Und das wird dann im Prinzip für den Dienstag wiederholt und für den Mittwoch und so weiter. Der Aufbau ist immer gleich und hier könnte man schon ein XSD-Dokument hinterlegen, was sicherstellt, dass der Aufbau für jeden Tag immer gleich ist. Ein anderes Beispiel ist zum Beispiel, wenn man eine Rangliste, so wie in StarCraft hat, da gibt es verschiedene Ligen, Bronze, Silber, Gold, Diamant und so weiter. Und in jeder Rangliste sind wieder Spieler mit Namen und Punkten und die könnte man so notieren, wie das hier geschehen ist. So, wo finde ich überhaupt XML? XML findet man zum Beispiel bei den Google-Wetterdaten und den News-Daten in diversen Spielen. Es gibt ein GPX-Format, in dem Koordinaten und Routen notiert werden können im XML-Dokument. Dann Sitemaps für Webseiten und Grafikdateien, die sogenannten SVG-Grafiken. Das sind Vektordateien, die komplett im XML-Format notiert sind. Hier haben wir das erste Beispiel. Wir haben hier Wetterdaten von Google und da sieht man dann, es beginnt mit XML API Reply, weil das Wetter kommt von der Wetter API. Das nächste Element ist dann Weather und dann haben wir Forecast Information. Hier stehen jetzt die Stadt drin, Postleitzahl. Koordinaten könnten hier noch mit drin stehen und dann das Datum dafür, also der 30.01.2012. Und dann kommen die Wetterdaten selber. Einmal, wie ist das Wetter heute? Klar, 19 Grad Fahrenheit und dann unten nochmal in Celsius, minus 7 Grad und so weiter. Windstärke steht drin und sogar Bilder sind mit notiert. Und der Aufbau ist jeden Tag gleich. Das heißt, man kann diese Daten auslesen und auf seiner Webseite darstellen. Hier habe ich mal ein Beispiel für die GPX-Koordinaten, für die GPX-Daten. Was hier jetzt ein bisschen anders ist. Hier haben wir auch unseren. Haben wir ein WPT-Element, das nennt sich Waypoint mit einer X- und einer Y-Koordinate. Dann Ele ist die Höhe von dieser bestimmten Koordinate. Dann die Zeit, wo das Ganze aufgenommen worden ist, der Name von der Stadt und ein Symbol City. So, gehen wir nochmal einmal hoch. Da haben wir jetzt ein XSD-File mit drin. Da gibt es dann eine XSI-Doppelpunkt-Schema-Location und hier in diesem XSD-File steht ganz genau drin, wie so eine GPX-Datei zu formatieren ist, damit sie gültig ist. Das dritte Beispiel ist eine Sitemap, die kennt man vielleicht sogar von heise.de. In der Sitemap kann ich Suchmaschinen mitteilen, welche Seiten habe ich überhaupt auf meiner Webseite? Wann wurden die das letzte Mal geändert? Wie häufig werden die geändert? Und wie hoch ist die Priorität von den Seiten? Diese Sitemap hat auch ein Schema. Die ist hinterlegt bei sitemaps.org.
Soweit ich weiß, wird dieses Schema auch vom W3C gepflegt und ist hochoffiziell und wird auch von allen großen Suchmaschinen so erkannt und interpretiert. Dann in Spielen hat XML auch eine sehr große Bedeutung mittlerweile. Ich habe jetzt hier mal ein Beispiel von World of Warcraft mir rausgesucht. Hier wird in World of Warcraft kann man Add-ons programmieren und das User Interface anders gestalten. Hier wird jetzt zum Beispiel ein Button, der sich Close nennt, unten rechts in der Ecke positioniert, bekommt noch ein Offset, einen negativen Offset für die X-Achse und einen positiven für die Y-Achse, so dass er nicht irgendwie halb verdeckt unten rechts in der Ecke steht, sondern so, dass man ihn sehen kann und auch klicken. Dann bekommt er auch noch eine On-Click-Methode mit, aber das ist in diesem Fall wirklich nur Text, weil XML keine Programmiersprache ist, sondern einfach nur eine Markup-Language. So, letzte Frage, wann benutze ich XML? XML ist immer dann sinnvoll, wenn ich Daten austauschen möchte. Wir haben es jetzt zum Beispiel gesehen, Google möchte Wetterdaten mit anderen Services austauschen. Dann macht zum Beispiel XML Sinn. Oder ich möchte irgendwie anderen Leuten Möglichkeiten geben, Add-ons für meine Spiele zu programmieren. Ich möchte irgendwelche Spielstände abspeichern oder was auch häufig gemacht wird, ist Objekte serialisieren und deserialisieren mit Hilfe von XML-Dokumenten. XML ist nicht so performant wie eine MySQL oder MS-SQL-Datenbank. Deswegen sollte man auf die Menge an Daten Acht geben. Bei vielen Daten, wenn es denn dann ein XML-Dokument sein soll, dann macht es Sinn, das zu splitten und mehrere draus zu machen oder dynamisch die XML-Dokumente so zu generieren, dass immer nur die Daten, die wirklich benötigt werden, dann auch notiert sind. Aber wann setze ich XML ein? Das könnte, also ein Grund kann zum Beispiel sein, ich habe keine Datenbank-Software. Ich kann kein Access benutzen, ich kann kein SQL benutzen. Ich habe nur eine geringe Menge an Daten. Das würde für XML sprechen. Ich kann meine Daten in einer Baumstruktur aufmalen, spricht auch für XML. Riesige Datenmengen wären eventuell dann besser in einer Datenbank aufgehoben. Und dann kommen wir jetzt zu unserem letzten Punkt. Was habe ich als nächstes vor? Also es macht eigentlich keinen Sinn, XML nur so mal zu besprechen, um einen Überblick zu erhalten, da XML immer in Kombination mit irgendeiner anderen Technologie verwendet werden sollte. Reine XML-Dokumente haben wenig Mehrwert. In XML wird zum Beispiel unter ASP.NET benutzt, einmal um so Sitemaps zu generieren, aber auch um Konfigurationsdateien zu schreiben. Da gibt es die web.config, in der dann bestimmte Datenbanktreiber drin stehen, in der Pfade drin stehen. Alles Mögliche kann man da dann in dieser XML-Konfigurationsdatei konfigurieren, was den riesen Vorteil hat, dass da nicht unbedingt Serveradministratoren dran müssen, sondern dass man das als Webhosting-Kunde auch selber kann. In C Sharp, ja, ich habe es eben schon mal angesprochen, man kann Objekte speichern, also serialisieren und deserialisieren, was super cool ist. Also es ist echt einfach, man kann ein komplettes Objekt mit allem drum und dran abspeichern und bei der nächsten Session dann einfach wiederherstellen. XML und PHP ist auch eine schöne Sache. Man kann XML-Dokumente schreiben und lesen. Ist nicht so tief integriert wie im ASP.NET, aber hat auch hier gewisse Vorzüge. In MATLAB kann ich auch XML-Dokumente lesen und schreiben. Das macht hin und wieder Sinn, wenn ich Programme schreibe und da
dann irgendwie Zwischenwerte abspeichern möchte oder einfach nur Listen mit irgendwelchen Ergebnissen habe, die ich dann in anderen Programmen wiederverwenden möchte. Ist eine coole Sache, würde ich mich auch gerne mal mit beschäftigen. Da würde ich allerdings bitten, schreibt einfach mal in die Kommentare rein, was euch hier von dieser Liste interessiert. Also alles werde ich garantiert nicht schaffen. Aber ich denke, ich werde mal von oben nach unten anfangen. Ja, XAML ist uns allen bekannt, haben wir auch schon viel gemacht in den anderen Videos. Ist eine Auszeichnungssprache für grafische Steuerelemente in C-Sharp-Programmen. Also beziehungsweise in WPF-Programm. So, dann XML und XLST ist auch eine Kombination, die sehr häufig anzutreffen ist. Hier werden XML-Daten mit Hilfe von einem XLST-Dokument in HTML übersetzt. Das macht zum Beispiel dann Sinn, stellt euch vor, ihr schreibt ein Buch und ihr wollt daraus eine HTML-Seite machen, ein PDF, dann könnt ihr verschiedene XLST-Dokumente anlegen, die euch jeweils eure XML-Daten in ein bestimmtes Ausgabeformat übersetzen. So, XML und XSD haben wir schon mehrfach angesprochen. Hier, das sind Schemadateien, mit denen ihr die Gültigkeit von euren XML-Dokumenten überprüfen könnt. Die hier noch anzubringen ist, die XSD-Datei kann man auch für die Serialisierung von C-Sharp-Objekten verwenden und dann in der XSD-Datei notieren, wie später euer XML-Dokument aussehen soll. Da werden dann einfach die Objektattribute und so weiter mit Hilfe von der XSD-Schema-Datei in XML konvertiert und wieder zurück. Das war's jetzt hier mit der Einführung. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was gelernt, mitgenommen und schreibt mir bitte mal in die Kommentare, was von diesen Punkten euch jetzt besonders interessiert. So, eine letzte Sache wollte ich euch noch zeigen, und zwar die DocX-Dokumente. Die sind mittlerweile auch im XML-Format. Ich habe hier jetzt mal eins erstellt und da mal ABC, ABC reingeschrieben. Und viele Leute sagen immer wieder so, ja, nee, das ist eigentlich gar nicht so richtig XML, weil man kann es nicht lesen. So, das stimmt, weil ein DocX-Dokument eigentlich ein ZIP-File ist. Wenn ihr die Dateiänderung in ZIP umbenennt, dann könnt ihr da reinschauen und ihr habt dann im Ordner Word euer Document XML und könnt dann auch den Text lesen. So, das war's schon. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Spaß beim Ausprobieren.